Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge U-Boot, ihr wässrigen Unterhosen. Oder sollte ich sagen Matrosen? 10 Meter. Wir sind hier immer noch im Hafenbecken von Dingeling hier. Unbekanntes Objekt. Echt? Wieso hat hier irgendwie den jetzt ausgelöst? Langsame Fahrt zurück. Ich fahr mal ein Stück zurück. Das ist mir zu unheimlich. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Hier ist alles voll mit Seeminen. Oh, man kann es richtig gut sehen. Ernsthaft, meine Kamera löst die Seeminen aus? What? Kann man machen. Interessant. Jo. Im Grunde genommen fehlt uns gar nicht mehr so viel für Unternehmen Paukenschlag. Und wir können hier im Hafen noch mal ein bisschen Action veranstalten. Haben wir eigentlich noch Torpedos an Bord? Eigentlich schon. Ne? Also die Statue der Liberty hier einfach voll komplett vermint hier so. Hier ist anscheinend so eine Seemin-Dings. Weiß ja wohl. Kurs auf diese Koordinaten. Wir drehen mal um. Und ich ziehe hier mal so die Linie lang. Herr Kaloyne, wir wurden entdeckt. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Ja. Ja, leider ist die Statue der Liberty immer noch verschwunden. Wir verbuchen das einfacher, als wir haben sie in die Luft gejagt. Theoretisch. Was sorgen wir mal für ein bisschen Action hier im Hafenbecken. Ja. Dann machen wir mal die New Yorker Tea Party, oder? Ja, die haben ja anscheinend echt so eine Wand gelegt. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Erstmal Alarm, Leute. Alarm! Handelsschiff. 15 Grad. Konzentriert, Mann. Wir schaffen das. Das sind ja schon alleine 14.000. Die AB Hammond. Das ist die Frank Lever. Und ich glaube, dass die eine Mod mit den Namen nicht für die Liberty-Class-Dinger sind, sondern für die C3-Frachter. Weil bei den C3-Frachtern habe ich Namen gelesen, gibt es bei den, ich glaube, Vanilla-Schiffen gar nicht. So, du Befehl, ihr Kollege, da Kollege, da zwei Kollegen und du kriegst auch noch jemanden. So, was haben wir noch an Torpedos, sag mal? Torpedorohr 3 gewartet. Okay, wir sind ja voll bestückt. Kann ich die nicht tauschen? Erst wenn da einer rausgezogen wurde, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt auftauchen. Sondern wir werden die einfach so abknallen. 25 Grad. Tanker. 145 Grad. Großen Tanker. 250 Grad. Handelsschiff. Hier sind Tanker. Das sind C3-Frachter. Tanker. Liberty. Ein Tanker. Und das ist auch kein Tanker. Auch nicht. Na, naja, mit T3, ja, mit dem T5 können wir hier eh nicht viel anfangen. Aber wir holen uns noch die restliche Tonnage. Ich weiß nämlich nicht, ob die hier Hafenverteidigung haben. Ich bin ja das erste Mal in New York.
will deswegen nicht riskieren, dass sie uns hier abknallen. Ne? Zwar nicht so aus, aber die Schiffe sind halt erlaubt. Ne? Hier ist noch eine schöne Ölraffinerie im Hafengebiet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich glaube, du kannst auf 3 Meter gehen, wenn die alle angedockt sind. Torpedorohr 4 gewartet. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück, wa? Was soll schon schief gehen, ne? Los! Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ja, man kennt die eine Schusslösung. Rohr 4 bewässern. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Rohr 4 bewässert! Na, gucken wir den Kleinen hier mal über die Schulter. Die sind nämlich 1 Meter höher als sonst. 20 Sekunden. Jetzt wird's spannend. Spannender. Am spannendsten. Yes. Bewaffnet sind die. Sind auch Leute? Keine Leute, aber. Ich will nichts riskieren hier. Ja, lass sie mal ruhig abfackeln hier. Herr Kaloy, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Nee. Funkspruch erhalten. So, 3 Meter, das passt. 870 und ciao. Kurs setzen. Und dann jiggern wir jetzt darüber. Können natürlich auch den hier noch mitnehmen, aber ich will die Tanker da in die Luft jagen. Ne? Was kommt denn als nächstes? Ein Black Pit oder so, ne? Nino. 30 Sekunden. Ah, sieht so aus, wa? Rohr 2 geladen. 20 Sekunden. Ah ja, komm schon. Mach sie alle. 10 Sekunden bis Einschlag. Yes. Und der richtige getroffene. Die sind ja direkt Feuer und Flamme hier. Geht auch noch ein schönes Rettungsboot über den Ionen. Zum WoW zocken und da ist U-Boot mal was ganz anderes. Ja, das ist ein bisschen ab von Azeroth. Weißt du Azeroth, oder? Das hier spielt auf dem Planeten Erde. Wir sind gerade auf der Nordhalbkugel sehr westlich unterwegs. Könnt ihr die genauen Koordinaten nennen, bin aber zu faul dafür. Was denn? Wir sind genau 40, 41 Nord und 74, 4 westlich. Wenn du jetzt ein Globus hättest, könntest du sogar nachgucken, wo wir sind. Moin, hallo ihr Güti. Ja,
Oh, die Fackeln auch ab hier. 14.000 Tonnen für uns. Und hier haben sie halt einfach eine fette Sperre vorgelegt. Ja. Dass das Ding nicht geladen wird, ist auch sehr merkwürdig. Ja. Und dass man die Minen mit der Kamera auslösen kann, ist auch super seltsam. Oh, wir sollten... Nein, hör auf. Wir sollten vielleicht mal Gas geben, würde ich sagen. So, die sind weg. 45 Grad. Ja, zur Not haben wir hier noch ein Schiff. Torpedorohr 1 gewartet. Tanker, 0 Grad. Handelsschiff, 0 Grad. Handelsschiff. Ist hier auch ein Tanker? Das hier ist ein Tanker. 345 Grad. Richtig schöner Tanker. Wird erledigt, Herr Kaloy. Warte mal, du hast jetzt nicht den T5 eingeladen, ne? Warum ist hier so viel Wasser drin? Netzpumpe einschalten. Natürlich hat er den T5 eingeladen. Hol den da mal wieder raus. So. Was auch jemand? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Hallo. Greetings, Omolaj. Finger Rat Number One. Schade, das zeigt das Chat-Fenster gerade nicht an. Ne? Auch die einen wunderschönen Abend. Verladen wird verladen. Quark wird der verladen hier. Ich erwarte Ihre Befehle. Ihr Torfrose, macht er mal. So, jetzt wieder verladen. Oh, ein ganzes Kubikmeter hier noch. Was sagt die Futterzufuhr? Hm, sieht ganz gut aus. Ob das geht? Mit der Hand. Ja, das Chatfenster kann leider nicht alle Emojis darstellen anscheinend. Die USS Anacostia. Die machen wir platt, oder? Sind hier noch weitere Schiffe? Rohr 4 geladen. Mehr als genug, was hier noch rumliegt. Der Winkel ist ein bisschen doof. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Wird sogar gehen. So ist sogar besser. Wir brauchen mal 44 Knoten, damit es nicht so lange dauert. Los. 40 Ciao. Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Cruise mal in die Richtung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Wird erledigt, Herr Kaloy. Ah, das müsste noch gehen. 10 Sekunden bis Einschlag. Sehr hoch. Torpedoversager. No. Wir sind so hoch. Auf 5 bewässern. Wir machen 2 Meter. 1,50 Meter. Rohr 5 bewässert. Handelsschiff, 140 Grad. Ja, warte mal. Kurs setzen. Wir müssen mal ein Stück wieder zurück. Jetzt kommen. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 5 bewässern. Rohr 5 bewässert. Langsame Fahrt voraus. Rohr 2 geladen. Herr Kaloyen, feindliche Schiffe geben Alarm. Komm jetzt aber. Mut zu testen, Männer. 20 Sekunden. Los!
Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 4 bewässern. Jawohl, Herr Kaloy. Da kommt der angesaust. Rohr 4 bewässern. Yeah. All erwischt. Aber den können wir auf 2,5 gehen, ne? Schön von der Seite da. Und los. Tschüss. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Ach, hier ist noch ein Tanker. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Kurs setzen. Bestätige. 10 Sekunden bis Einschlag. Herr Kaloy, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Da macht sich niemand gefechtsbereit. Und der Tanker ist versenkt. Er ist gerade mal explodiert. Sehr schöner Treffer. Oh, es ist mitten in der Nacht hier. Vielleicht ist es deswegen so dunkel. Oder zählt das für unsere Zeit und hier ist früh am Morgen? Kann natürlich auch sein. Oder hängen die uns hinterher? Das ist erst 10 Uhr oder so. So genau kenne ich mich mit den Zeitzonen jetzt nicht aus. Und diese Geschichte. Was fehlt denn noch? Funktelegramm gesendet. Ja, 18.000, ne? Zwei Schiffe müssen noch dran glauben. Zum Beispiel dieser Tanker und der Liberty Fracht. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässern. Ah, der Winkel ist total dunkel. Gut gemacht. Handelsschiff. 320 Grad. Rohr 4 geladen. Ein kleines Stückchen. Geht noch 1,5. Und los. Raus damit. 30 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 4 bewässert. Da müssten wir schon viel tiefer gehen. 20 Sekunden. 8 Meter und dann mit Magnetzünder. Ach, kommt er da an? Ah, knapp. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Yeah. Schwere Schäden. Bam. All erwischt. Schickt das Baby einfach mal raus, ne? 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Bestätige. Hm, fetten C3-Frachter dann noch. 30 Sekunden. Oh, Explosions. Jö. 20 Sekunden. Oh nein, da ist ein Pfeiler. Oh nein, er wurde abgelenkt. Mist. Sie sinken. Mist. Fehlschuss. Hm, hätte genau gepasst, oder? Na, schade. Und weg ist er. Wenn ihm nicht der Saft ausgegangen ist, dann fährt er weiter. Na, wir sind hier eh fertig. 254.000 Brutto-Registertonnen, Leute. Komm, bei dem einen hier probieren wir es noch. Hier müsste ja noch der C3-Frachter sein. Jawohl, ich kümmere mich darum. Alle Maschinen stoppen.
2 geladen. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Ja. Ich soll nicht hinkommen. Wir machen mal bis 99. Hier haben wir ein bisschen Zeit. Und Magnetzünder haben wir eingestellt und tschüss. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Hier nicht irgendwelche Rahmenverteidigung. Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Doch schaffst du das wenigstens. 20 Sekunden. Glaub an dich. Yeah. Sogar mit Straßenbeleuchtung hier. Ui, richtig nobel. Den Öltank ziehen, ne? Keine Abwehrkanonen oder so. Tja, damit haben sie wohl nicht gerechnet, dass wir hier direkt in ihrem Hafen ein bisschen Action machen. Und Gentani, reicht das? Gucken wir uns das Ganze nochmal in Ruhe mit an. Jeden Fall gut für ein Thumbnail. Sie gehen unter. Yeah. So Leute, dann hauen wir hier wieder ab. Diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Funktelegramm gesendet. Natürlich, Herr Kaloy. Alarm beenden. Genau. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloy. Ach, du brauchst sie nicht. So. Willst du denn hin? Du brauchst nicht zum Torpedo-Vorhalterechner. Was willst du da? Geh da weg! Ja. Geh woanders hin. Geh hier hin oder so. Genau, da stehst du richtig. Da bleibst du jetzt für die nächsten 10 Sekunden stehen. Geh mal eher in die Karte oder sowas. Okay. Ja, sonst sieht alles in Ordnung aus hier. Eigentlich. Ein paar Ressa anschmeißen. Torpedorohr 1 gewartet. Hier und wichtige Nachrichten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 mit gewartet. 89%. Wir können ja eigentlich auch problemlos auftauchen, Leute. Dann haben wir es geschafft. Ja, ganz schön flach hier.
dann sind wir fertig mit Unternehmen Paukenschlag. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Müdigkeit minus 4. Die arme Mannschaft ist ein wenig erschöpft und braucht Urlaub. Die Armen. Klapp mal das Ding rein. Ja, heute noch. Nein. Keiner hat Lust. Ah, geht doch. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht. Jo. Und wir haben es geschafft, Leute. Aber bevor wir jetzt hier auf Vorsprung klingen, erstmal noch ein Safety. Nicht, dass nachher noch ein dummes Schiff fehlt. Wenn wir den ganzen Vorgang wiederholen müssen, dass wir nach Amerika cruisen. Boah, 17 Tage brauchen wir zurück, ne? Das ist hart. Das sind über 2 Wochen. Es ist Montag, der 18. Mai 1942. Wir sind im Hafen von Brest. Die Leute schweben. Die sind so überglücklich, dass sie nichts mehr am Boden hält. Krass. So viel Eindruck, ne? Wow, dass sie völlig abgehoben sind. Erlebt man auch selten. Yeah, wir haben Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhalten. Spoiler. So, und wir haben ein paar Leute hier gerettet. Hier kriege ich das Eiserne Kreuz erster Klasse. Jupp. Also das Kreuz erster Klasse. Und wir kriegen das Ding in hier. Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Brillanten sind der letzte und höchste Zusatz zum Ritterkreuz. Nur sehr wenige Offiziere kommen überhaupt für diese Auszeichnung in Betracht. Geschweige denn, erhalten sie. Seht's euch an, ist das geil. Gibt erstmal wieder Phantom Copyright Claim wegen der Mucke im Hintergrund. Geil. Ich habe über 2 Jahre gebraucht, um zu merken, dass ich das Ding hier bewegen kann. Ich dachte immer, das wäre so eine fixe Ansicht. Ja. Oh, und jetzt brauchen wir nicht 2560, sondern 10240. Warum ist hier Alarm? Ah, komm, müssen wir zusammen. So, Stufe 1 geschafft. Na gut, dass wir im U-Boot-Bunker drin sind. Das ist nämlich gerade Air Raid. Stufe 2 geschafft. Stufe 3. Wow, wir hätten nur 200.000 gebraucht. Unternehmen Paukenschlag. Absolviert. Herr Kommandant, Ihre erfolgreiche Durchführung der Operation Paukenschlag hat den Amerikanern einen schweren Schlag versetzt und wir werden gerade angegriffen, aber das ist nebensächlich. Ihre sorgfältige Planung hat es Ihrem U-Boot ermöglicht, effektiv entlang der Ostküste der USA zu operieren, deren Aktivität zu stören, einen ganzen Konvoi platt zu machen, sich in den Hafen zu schleichen, die Statue von Liberty in die Luft zu jagen und die Bewunderung der Kriegsmarine zu sichern. Ihr Erfolg als U-Boot-Kommandant ist ein Beweis für Ihr Können und Ihre Entschlossenheit. Ja, wofür denn sonst? Glückwunsch, Kommandant. Versenkt. Versenkt. Kassat. Versenkt. Versenkt. Lever. Versenkt. Retreat. Versenkt. Eike. Versenkt. Matthews. Versenkt. Jemmel. Irgendwas. Abi Hammond. Irgendwas. Apache Canyon. Versenkt. 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 Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch einer.
Konvoi KN angegriffen und platt gemacht. Lorietta versenkt irgendwas. Versenkt Abby Hammond. Frank Lever. Anaskosia. Die Rickets. 264.185. Eine Korvette, ein Zerstörer. Zwei Korvetten. Zwar nur noch viel mehr. So ein Zerstörer und zwei Korvetten, oder? Ihr habt das jetzt mal immer da oben. Wollen wir hier nicht mal in Ruhe die Kampagnenziele vorlesen? Geht dahin, wo ihr herkommt. Typen wie euch können wir hier nicht besonders gut leiden. Was geht da? Die tun doch nichts. Doch, die tun was. Moin, Vincent. Na, wer ist in den Knast? Funny ML. Natürlich, der alte Schläger. Na. Wir müssen noch jemand anderen wieder mit an Bord nehmen. Und zwar in Reitenbach. Die beiden werden wir mal los. Funny ML. 29 Tage kriegt er nur. Hat er ein Glück. Seit ich 31 Tage in den Knast muss. So, Schleichwand haben wir nämlich 10 von 10. Funny ist nämlich eigentlich einer mit Tauchgang hier, ne? Ja, dann hätten wir da nämlich auch 10 von 10. Und dann habe ich eigentlich keine Leute mehr. Nur Werwolf könnte ich noch eine geben. Hä, wieso kann ich denn 21 Spezialisierungen vergeben, wenn nur 20 Leute an Bord sind? Ach so, nö, ich müsste Werwolf runterschmeißen. Ja, mehr als 20 gehen hier. Wollte schon sagen. Was hängst du die ganze Zeit an dem Torpedorechner rum? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Wer hat dir das erlaubt? Kann ich wie in Kriegszeiten hier nicht einkaufen gehen? Zur Hölle macht den Alarm aus. Alarm beenden. Jetzt shoppen? Nachschublager. Gut, Leute, aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Ja. Es bleibt weiter entspannt. Beim nächsten Mal gehen wir erstmal shoppen. Und dann gibt's Urlaub, wenn der Raid vorbei ist. See ya! Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerte Lorelei, Sascha Tevis, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.